Und zum Schluss eine schöne Nachricht, nämlich ein prachtvoll wiederhergestelltes Stück Geschichte. Wer an das antike Palästina denkt, denkt an Bethlehem, Jerusalem, die Klagemauer oder die Überbleibsel des jüdischen Tempels. Doch nur wenige kennen die antiken Stätten früher islamischer Kultur, die heute in den von Israel besetzten Palästinensergebieten liegen. Eine davon ist ein alter Kalifenpalast in Jericho mit einem gigantischen Mosaik, das nun vor gut 10 Millionen Euro Spendengeldern aus Japan restauriert wurde. Unser Korrespondent Uri Schneider stellt Ihnen das älteste Mosaik der Welt in neuem Glanz vor. Noch bis vor kurzem war es Wind und Wetter ausgesetzt. Das prachtvolle Mosaik aus dem 8. Jahrhundert, der Ära der Umayyaden-Dynastie, aus der auch der Prophet Mohammed stammt. Es war der Sommerpalast des Kalifen Hisham ibn Abdel al-Malik. Nun wurde das 835 Quadratmeter große Meisterwerk von Grund auf renoviert und mit einem Dach versehen. Laut Eyad Hamdan von der palästinensischen Behörde für Antiquitäten soll es nach der Corona-Krise ein Magnet für Touristen werden. 2016, kurz bevor wir die Renovierungsarbeiten begannen, haben wir das Mosaik für einen Monat für Besucher geöffnet. Und nur in diesem einen Monat kamen fast 10-mal so viele Touristen wie sonst. Vor gerade einmal 90 Jahren wurde der Palast von dem palästinensischen Archäologen Dimitri Baramki ausgegraben und ist seitdem Forschungsobjekt für zahlreiche Archäologen wie Hamdan Taha, der dem Mosaik als Leiter der palästinensischen Antiquitätenbehörde ein Buch gewidmet hat. Es war immer ein Traum von uns, dieses Kunstwerk wieder zu entdecken und zur Schau zu stellen. Das ist nun endlich geschehen. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Palast und Mosaik sind in Jericho, der Legende nach ältesten Stadt der Welt. Das zentrale Motiv des Mosaiks, der Baum des Lebens. Unter ihm greift ein Löwe eine Gazelle an, links davon grasen die Tiere. Symbole für Krieg und Frieden in einer Region, die nie zur Ruhe gekommen ist. Für mich als Palästinenser ist der Löwe die Besatzung, unter der wir leben. Und auf der anderen Seite haben wir die Gazellen, die symbolisieren, dass wir doch eigentlich alle im Frieden leben wollen. 1300 Jahre lang lag das Mosaik unter Sand und Schutt. Ein verborgenes Kunstwerk, das nun offiziell Teil des palästinensischen Kulturerbes ist.